Ja, wir werden jetzt heute ein bisschen reden über die Menschheitsgeschichte, darüber, wie sich Gesellschaft verändert, wie sie sich verändert hat in der Geschichte und auch, was man dafür daraus halt für heute lernen kann. Und da muss ich gleich mal irgendwie am Anfang ein bisschen ein Geständnis machen, nämlich für mich war in der Schule zum Beispiel Geschichte immer mega fad. Und ich habe mir irgendwie in Vorbereitung für dieses Referat ein bisschen versucht zu überlegen, was da eigentlich der Grund dafür war. Und wenn ich so zurückdenke, hat es da im Prinzip drei Gründe gegeben. So, das Erste, was man halt lernt in der Geschichte, ist, dass halt, also im Geschichtsunterricht, dass man halt lernt, ja, Geschichte ist passiert, weil irgendwie Könige zum Beispiel eine Schlacht geschlagen haben, irgendwas gemacht haben und dann damit die Geschichte verändert haben. Das ist ja irgendwie auch das Material, mit dem Historiker arbeiten, die Überlieferungen von diesen Leuten. Und das ist im Prinzip so, wie wenn vielleicht in 100 Jahren die Leute sagen würden, naja, im Jahr 2020, das war so die Zeit von Bill Gates und von Jeff Bezos, wo die Leute irgendwie mit Yachten und Privatjets herumgefahren sind und so. Also sprich, das ist diese Perspektive ist natürlich eine aus der Perspektive der Herrschenden. Und wir Marxisten versuchen, Geschichte immer gesamthaft zu betrachten und halt vor allem auch natürlich die Perspektive und die Rolle der unterdrückten und beherrschten Menschen anzuschauen. Außerdem wenn man im Geschichtsunterricht so die bürgerliche Geschichtsforschung, wenn man die so mitbekommt, ist es auch etwas, wo Ideen eigentlich die zentrale Rolle spielen. Wenn es dann heißt, irgendwie, ja, da hat es Philosophen gegeben, die haben eine schlaue Idee gehabt, zum Beispiel in der Aufklärung, und haben das den Leuten erzählt und die haben dann gesagt, super, das ist eine gute Idee, das machen wir. So diesen Zugang irgendwie. Die Dinge zu betrachten, das nennt man in der Philosophie, nennt man es Idealismus, was im Prinzip einfach heißt, ja, die Ideen sind halt das Zentrale, die den Verlauf der Geschichte bestimmen. Und wir Marxisten sind der Ansicht, dass nicht die Ideen der Ursprung der Veränderung der Geschichte ist, sondern die Art und Weise, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist, wie sie das, was sie zum Leben benötigt, produziert und verteilt und so weiter. Ja, und der dritte Punkt irgendwie was man im Geschichtsunterricht lernt, ist, dass Geschichte irgendwie eine langsame Entwicklung ist, da Veränderungen, die dauern da Jahrhunderte. Es gibt zwar irgendwie Revolutionen, aber die sind meistens eh was Schlechtes, die enden nur in Blutvergießen, das soll man irgendwie gar nicht machen. Und das Fazit ist irgendwie so, als Einzelner kann man in der Geschichte eigentlich nicht viel verändern. Und diese ganzen Eigenschaften von dieser Geschichtsschreibung, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also dass es irgendwie aus der Herrscherperspektive ist, dass es den Ideen der zentrale Fokus gegeben wird, dass es eine stetige Entwicklung quasi da vorausgesagt wird. Das ist eigentlich auch etwas, was sehr praktisch ist, wenn man Menschen beherrschen will. Und wir Marxisten, wir haben da eine andere Auffassung von Geschichte. Wir setzen der Idee von der stetigen Veränderung, setzen wir die Dialektik entgegen. Das bedeutet, wir erkennen, dass sich die Geschichte in Sprüngen entwickelt, dass sich lange Phasen von Ruhe und von Stagnation und von scheinbarer gleichbleibender Situation sich auch in kurzer Zeit in großen Sprüngen dann auch entwickeln und verändern können. Und dem Idealismus, den setzen wir den Materialismus entgegen, was heißt, dass nicht die Ideen an sich die Geschichte bestimmen, sondern die materiellen Verhältnisse, in denen die Menschen leben. Wo es halt auch den Spruch von Marx gibt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Was ist jetzt das Sein, das materielle Sein? Das ist eben das, wie man tatsächlich das eigene Leben ermöglicht und reproduziert, wie man in einer Gesellschaft zusammenarbeitet, welche Güter produziert werden. Und was Marx eben erkannt hat, ist, dass das die zentralen Faktoren sind, die dann auch letztendlich die Ideen bestimmen.
und dass sich diese Verhältnisse in den meisten Gesellschaften über Klassen ausdrücken. Was es genau ist, das werde ich noch erklären. Aber da kommt eben auch das Zitat dann her, wie Marx gesagt hat, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Die Sicht der Geschichte, die der Marxismus dadurch hat, nennt sich historischer Materialismus. Und das Tolle dabei ist, dass man damit mit diesem Werkzeug die Geschichte auch verstehen kann. Dass man verstehen kann, dass sie nicht einfach nur eine zufällige Aneinanderreihung von Entscheidungen von irgendwelchen mächtigen Herrschern ist oder von klugen Denkern, sondern dass sie eben mit der Entfaltung der Produktivkräfte zusammenhängt. Also nicht in dem Sinn, dass es ein automatischer Ablauf wäre. Natürlich haben die Handlungen von Individuen auch eine wichtige Funktion. Aber die Geschichte, also die Menschen machen ihre Geschichte nicht selber, sondern sie machen sie unter vorgefundenen Bedingungen. Und ja, und diese ganzen Perspektiven, die ich jetzt gerade erwähnt habe, werde ich auch dann versuchen einfließen zu lassen während dem Referat. Also versucht es da ein bisschen drauf zu achten. Ja, und schnallt euch an irgendwie, wir werden da jetzt einfach durch die ganze Menschheitsgeschichte durchsausen. Es kann auch sein, dass ein paar Sachen, nachdem ich da sehr schnell drüber gehen muss, vielleicht nicht gleich von Anfang an klar sein werden. Das kann man dann auch gerne in der Diskussion noch genauer uns anschauen. Aber jedenfalls, wenn wir ganz zum Anfang gehen, dann ist es so, dass die Geschichte des Menschen vor circa 3 Millionen Jahren beginnt, irgendwo in Ostafrika. Damals gab es eigentlich den Menschen als solches noch gar nicht, aber seine Vorfahren. Und die lebten so als affenähnliche Wesen auf Bäumen in dieser Region. Und jetzt war es aber auch eine Zeit des Klimawandels, wo der Wald immer weniger wurde und es zwang viele von unseren Vorfahren, sich hinaus auf das Grasland zu wagen. Das Leben in den Bäumen, das hatte ihnen dabei im Gegensatz zu den anderen Tieren vorher schon ihren vorderen Gliedmaßen eine andere Rolle zugewiesen als den hinteren, nämlich das Greifen. In der freien Ebene, wo sie sich dann befanden, war es für diese verletzlichen Tiere also naheliegend, die Hände zu verwenden, um Stöcke oder Steine zu halten, um sich zum Beispiel zu verteidigen oder andere Tiere zu jagen. So hat sich dann auch mit der Zeit der aufrechte Gang entwickelt. Und da sie ansonsten eigentlich relativ hilflos waren, bestand ihre einzige Überlebenschance eigentlich darin, ihren Umgang mit diesen von ihnen manipulierten Objekten, die immer mehr zu Werkzeugen wurden, zu verbessern. Daraus folgte dann im Laufe ihrer Evolution auch ein immer größeres Gehirnvolumen. Da die Herstellung von, also die Herstellung und Verwendung von immer komplexeren Werkzeugen auch eine immer komplexere Zusammenarbeit notwendig machte, entstand Sprache. Mit ihr konnten dann abstrakte Ideen und Erkenntnisse weitergegeben werden, anstatt dass jede Generation neu anfangen musste. Die immer größer werdende Fähigkeit, die eigene Umwelt bewusst zum eigenen Vorteil zu manipulieren, was die Definition von Arbeit ist, brachte unsere Vorfahren auf einen Weg, der sich schließlich von allen anderen Tierarten unterscheidete und resultierte dann vor ca. 200.000 Jahren im Homo sapiens, dem modernen Menschen. Und schaut da am Beginn von unserer Geschichte, bestätigt sich irgendwie der Geschichtszugang des Marxismus, der eben davon ausgeht, dass die Produktion zuerst kam und dann die Ideen oder konkreter in dem Fall, wenn man sich die Entwicklung des Gehirns anschaut. Es ist mittlerweile belegt an Skelettfunden, zum Beispiel bei Lucy, ein berühmter Fund aus der Frühgeschichte, dass der aufrechte Gang und die entwickelte Hand, also was dazu notwendig war, eben für die materielle Produktion, noch vor der Vergrößerung des Gehirnvolumens eingetreten ist in der Geschichte. Und auch die Entwicklung in Sprüngen, die wir eben so klar sehen, zeigt sich da auch extrem deutlich, wenn man sich die Vergrößerung von diesem Gehirnvolumen anschaut, das nämlich evolutionär gesehen in einem extrem kurzen Zeitraum entstanden, nämlich von nur 70.000 Jahren.
Ja, und nachdem wir jetzt eben dann beim Homo sapiens, beim modernen Menschen angelangt sind, sind wir auch angelangt in der Urgesellschaft, in der dieser Mensch gelebt hat. Und das ist sehr spannend, wenn man sich das anschaut. Einerseits gibt es da viele Erkenntnisse durch Archäologie, aber auch von Anthropologen, die Stämme studiert haben, die heute oder bis vor kurzem noch in diesem Zustand gelebt haben. Und das ist sehr spannend, sich das anzuschauen, was diese Gesellschaft eigentlich für Eigenschaften und was für Konsequenzen die hat. Also grundsätzlich charakterisiert diese Gesellschaft, die Urgesellschaft, dass die Menschen in kleinen Gruppen zusammenleben und dass diese Gruppen eigentlich ständig damit beschäftigt sind, ihr Überleben zu sichern. Das heißt, es ist oft sehr, sehr schwierig, die genug Nahrung immer sicherzustellen für die Gruppe. Die Arbeit ist sehr unproduktiv, man muss da sehr viel Arbeit reinstecken und es gibt kein Mehrprodukt. Das heißt, es wird nicht mehr produziert, auch im Normalfall, als das, was man unmittelbar fürs Überleben braucht. Eben weil die Arbeit einfach sehr unproduktiv ist. Und das hat ein paar interessante Konsequenzen, zum Beispiel, dass es eben da keine Klassengesellschaft gibt. Das heißt, alle Menschen, die in so einer kleinen Gruppe leben, produzieren gemeinsam, treffen auch gemeinsame Entscheidungen und teilen die Produkte von der Arbeit, die sie verrichten, teilen sie gemeinsam. Meistens nach Aufteilung, nach Tradition, wenn es um Jagdbeute geht zum Beispiel. Und es ist eigentlich eine sehr egalitäre Gesellschaft. Also da gibt es dann auch Berichte von Stammesvölkern, wo dann berichtet wird, dass irgendwie selbst da geschickter Jäger, der jetzt ein besonderes Tier erlegt, nie auf die Idee kommen würde zu sagen, ja, das behalte ich mir einfach für mich selber, sondern das wird in der Gruppe einfach gemeinsam geteilt. Was es auch nicht gab in diesen Gesellschaften, ist Krieg in der Form wie das, was wir heute unter Krieg verstehen. Also durch die geringe Produktivität gab es einfach auch sehr wenig Menschen. Das heißt, kaum Konkurrenz um Jagdgebiete. Es hat vielleicht schon Auseinandersetzungen gegeben, aber die waren dann eher symbolischer Natur. Irgendwie nicht irgendwie zur Vernichtung, wie es halt später der Fall war. Es war im Prinzip einfach leichter, sich aus dem Weg zu gehen. Was es ebenfalls nicht gibt in diesen Gesellschaften, ist Sklaverei. Gefangene, die man gemacht hat, die hat man entweder getötet oder als gleichwertigen Stamm aufgenommen. Ist irgendwie ja ziemlich logisch, wenn jeder nur so viel produzieren kann, wie er selber zum Überleben braucht, dann geht das nicht, dass man jemanden quasi als Sklaven hält und ihn ausbeutet und dann von seiner Arbeit irgendwie noch leben kann, weil einfach die Produktivität dafür nicht da ist. Ja, und der letzte sehr wichtige Punkt ist die Rolle der Geschlechter, weil nämlich auch in allen diesen in diesen Gesellschaftsformen es sich zeigt, dass die Geschlechter einfach sehr gleichwertig sind. Also es gibt vielleicht schon eine Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, wobei auch das mittlerweile teilweise in Frage gestellt wird von diversen Forschungsergebnissen. Aber auf jeden Fall, wenn man dann davon redet, dass zum Beispiel eher die Männer jagen und eher die Frauen sammeln gegangen sind, gibt es eine gewisse Arbeitsteilung, aber sie führt nicht zu einer Hierarchie. Oft ist es sogar so, dass das Sammeln, wenn man sich anschaut, wie viel Kalorien in die Gruppe eingebracht werden, sogar wichtiger ist als die Jagd. Und die Unterscheidungen, die es halt gibt zwischen Männern und Frauen, die hängen dann oft zusammen mit der Aufzucht der Kinder, wo es zum Beispiel so ist, dass ja menschliche Kinder irgendwie im Gegensatz zu den meisten anderen Lebewesen eine sehr lange Phase haben, wo sie auf Hilfe angewiesen sind. Und
es zum Beispiel auch so war, dass die eine der Arten, wie man Geburten kontrollieren konnte in dieser frühen Phase, durch Stillen war. Wenn man Kinder lange stillt, dann verhindert das die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau wieder schwanger wird. Also prinzipiell war es schon oft so, dass die Frauen irgendwie stark für die Kinderaufzucht zuständig waren. Aber dadurch hat sich eben keine Hierarchie herausgebildet. Es war dann auch oft auch so, dass man die Vaterschaft zum Beispiel von einem bestimmten Kind gar nicht genau feststellen konnte. Das heißt, das war eher eine viel mehr eine Gruppenaufgabe, die Aufzucht der Kinder zufiel. Und ja, und wegen all diesen Besonderheiten, die ich da jetzt aufgezählt habe, dass es eben keine Klassengesellschaft gab, dass sehr viel Kooperation in diesen Gruppen vorherrschte, wird diese Gesellschaftsform auch als Urkommunismus betrachtet. Wo man aber dazu sagen muss, es war ein Kommunismus des Mangels. Das heißt, man war zwar sehr egalitär und irgendwie man hat zusammengearbeitet, aber es war kein gutes Leben in vielerlei Hinsicht. Was es aber auf jeden Fall widerlegt, ist das, was man oft hört, dass gesagt wird, ja, der Mensch, der ist ja von Natur aus Egoist. Und also da sieht man schon mal, dass die Urgesellschaft, die ja einen sehr großen Teil von der menschlichen Existenz überhaupt ausmacht, wenn man sich das historisch anschaut, irgendwie 95% unseres Daseins, dann war das eben kein egoistisches Dasein, sondern ein sehr kooperatives. Und grundsätzlich muss man auch sagen, dass das eigentlich, wenn man sich den Menschen als Gesamtes anschaut, was ihn eigentlich ausmacht, ist eben, dass es sowas wie eine fixe Natur des Menschen einfach nicht gibt. Was den Menschen ja ausmacht, ist, dass er eben flexibel ist, dass er auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen sein Zusammenarbeiten und sein Zusammenleben regeln kann. Und ja, diese Gesellschaftsform der Urgesellschaft, die gibt es eben sehr lang, wie ich gerade erwähnt habe. Und es gibt diverse Veränderungen darin, aber die sind sehr klein. Die bauen sich auf langsam über die Zeit. Und dann in ganz kurzer Zeit, circa 10.000 vor Christus, gibt es etwas, das genannt wird die Neolithische Revolution. Das heißt, die Einführung von Viehzucht und von Ackerbau. Das, was wir heute Zivilisation nennen. Und das ist eigentlich eine Veränderung, wenn man die sich anschaut, die sehr zentral ist, weil Landwirtschaft und Viehzucht das erste Mal ermöglichen, dass ein Mehrprodukt entsteht. Das heißt, dass mehr produziert wird, als man unmittelbar zum Überleben braucht. Das dann halt auch auf Vorrat produziert wird. Und das macht es eben möglich, dass Klassen entstehen. Was nichts anderes heißt, ist, als dass es Menschen gibt, die von der Arbeit von anderen Menschen leben. Da ist dann die Ausbeutung von diesen Menschen das erste Mal in der Geschichte möglich geworden und tritt auch auf. Es treten ab diesem Zeitpunkt dann wirklich Herrscher auf, was man dann auch archäologisch nachweisen kann, dass man zum Beispiel Gräber findet von bestimmten Stammesmitgliedern, die reich ausgeschmückt sind, wo man einen ganz klaren Unterschied materiell erkennen kann, was vorher es nicht gegeben hat. Es treten das erste Mal auch Kriege auf, wie wir das in der modernen Form kennen, weil einfach die frühe Landwirtschaft durch Auslaugung des Bodens und durch immer mehr Bedarf an Boden, dann tatsächlich auch eine Konkurrenz von Ressourcen das erste Mal einführt. Es tritt Sklaverei auf, weil das jetzt möglich ist. Und ganz wichtig, das ist der Punkt, an dem sich geschichtlich die Rollen von Männern und Frauen so verändern beginnen, dass die Männer die Vorherrschaft in diesen Gesellschaften übernehmen. Die Frauen, die ja irgendwie vorher auch schon zur Kinderaufzucht, also da einfach eine starke
damit stark assoziiert waren, hatten einen Nachteil in der Land- und Tierwirtschaft, dass man eben nicht so leicht mit Kindern, die man stillen muss, erlegen kann, wie zum Beispiel Sachen zu sammeln. Und die Männer sie waren eben hier in der Position, die Produktion zu beherrschen. Und dadurch war es dann zum ersten Mal auch notwendig, dass man die Nachkommenschaft klar festlegt, um eben dann auch die Reichtum vererben zu können. Das heißt, hier tritt dann eben auch das Patriarchat auf die Bühne der Geschichte, aber eben nicht das getrennte eigene System, sondern als direkte Konsequenz der Klassengesellschaft. Auch Religion zum Beispiel, die es in den Naturvölkern auch schon gegeben hat, bekommt hier einen viel wichtigeren Stellenwert und verschmilzt dann oft auch in diesen frühen Gesellschaften mit Herrschaft, wo dann der oberste Priester zum Beispiel ident ist mit dem Herrscher, wo das erste Mal auch in der Religion Moralvorschriften eine große Rolle spielen, die sie vorher nicht gehabt haben, weil eben auch die Religion hier ein Werkzeug wird, um diese Klassenherrschaft durchzusetzen. Und das ist eben dann das Zeitalter der frühen Zivilisationen in Mesopotamien, in alten Ägypten, in Griechenland und in Rom später auch. Und was man da irgendwie sieht, ist, dass diese Zivilisationen eine gewisse Größe erreichen, auch gewisse Innovationen einführen, aber dann irgendwann an einem Punkt stagnieren. Und das ist auch etwas, was charakteristisch ist für die Geschichte, dass Gesellschaftsformen, die zuerst einmal progressiv waren, irgendwann sich in ihr Gegenteil verkehren. Und vor allem in diesen Gesellschaften wie dem alten Rom und Griechenland, die einfach stark auf der Sklavenwirtschaft aufgebaut waren, war es einfach so, es hatte immer eine gewisse, durch die Klassengesellschaft eine gewisse kulturelle Entwicklung gegeben. Es war das erste Mal möglich, dass Menschen eben befreit sind von der täglichen Arbeit für das eigene Überleben, dass sie sich irgendwie Gedanken machen können über Philosophie, dass sie auch die Schrift sich entwickelt hat im Zusammenhang mit Vorratshaltung und mit Steuern. Und letztendlich war es aber so, dass in diesen Gesellschaften es, wenn es darum ging, die Produktivität zu erhöhen, diese technologischen Innovationen nicht der Weg war, den die da gewählt haben, sondern sie haben einfach noch mehr Sklaven eingesetzt. Wenn man da nicht genug hatte, dann konnte man einfach ein anderes Volk überfallen und das versklaven. Und dadurch war es dann auch so, dass zum Beispiel Überschuss, den man da durchaus produziert hat, dass der nicht irgendwie für eine noch größere Produktion eingesetzt wurde oder für Arbeitserleichterungen, Innovationen, sondern eigentlich nur für Luxusgüter. Und weil aber die Sklavenwirtschaft eine ständige Expansion erfordert, Sklaven, die vermehren sich in Gefangenschaften nicht besonders gut, sind auch nicht besonders produktiv, stößt dieses System auch immer wieder an Grenzen, wie im alten Rom zum Beispiel, wo man versucht, das Reich immer weiter auszubreiten, so lange, bis es einfach nicht mehr beherrschbar ist. Und alle diese Gesellschaften sind deswegen auch untergegangen. Und es ist irgendwie eine große Frage in der bürgerlichen Geschichtsforschung, warum es zu der Zeit eigentlich keine industrielle Revolution gegeben hat. Also im alten Rom zum Beispiel, die alten Römer, die kannten schon die Dampfmaschine. Für sie war es halt ein Spielzeug, das hat man irgendwie am Tisch gehabt oder so. Es war nicht, es wurde nicht für Arbeitserleichterung eingesetzt. Und wie ich bereits erklärt habe, das hat einfach damit zusammengehängen, dass die Art und Weise, wie dort produziert wurde, das einfach nicht notwendig machte. Und auch weil, wie wir Marxisten sagen, es einfach keine Kräfte in dieser Gesellschaft gab, die darüber hinauswiesen. Wir werden aber jetzt gleich zu einer solchen Gesellschaft kommen, wo es diese Kräfte gegeben hat, nämlich das Europa des Mittelalters. Im Europa des Mittelalters
gab es das Feudalsystem, was gewisse Parallelen mit der Sklavenhaltergesellschaft hatte, also was relativ statisch war, wo die Überschüsse aber dann an einen adligen Herrscher abgegeben wurde und wo die unterdrückte Klasse halt an das Land gebunden war, als leibeigene Bauern, statt als Person an einen Besitzer. Und im Europa des Mittelalters hat sich aber über die Jahrhunderte eine soziale Neuentwicklung herausgebildet, nämlich das Kapital. Also nicht Kapitalismus, aber Kapital. Und was ist Kapital? Kapital ist im Prinzip, hat es da verschiedene Formen gegeben, also zum Beispiel Finanzkapital, Handelskapital. Und das sind alles Formen, wo eben das Mehrprodukt, das man erwirtschaftet, eingesetzt wird, um noch mehr zu produzieren. Also beim Finanzkapital zum Beispiel, wo Geld geborgt wird, um das wieder zu investieren in Produktion. Oder Handelskapital, wo Handelsreisende zum Beispiel auf Karawanen geschickt worden sind, um Handel mit dem Orient zu betreiben. Dann sind sie zurückgekommen, haben das gewinnbringend verkauft und dann wurde die nächste Karawane finanziert. Und die dritte wichtige Form von Kapital hat dann später zu tun auch mit der Lohnarbeit, wo dann dieses Kapital eben direkt dann in die Produktion einging. Da werde ich dann später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber jedenfalls begann sich das eben herauszubilden und die Schicht der Bevölkerung, die das betrieb, das Bürgertum, das begann im Laufe des Mittelalters immer mächtiger zu werden, versammelte sich dann hauptsächlich in Städten und war dann irgendwann in einer Position, wo sie den alten Herrschern auf dem Land gegenüberstanden als eigene Klasse, das heißt als eine Schicht der Gesellschaft, die mit einer ganz neuen Produktionsweise in Zusammenhang war und arbeitete. Und es war dann irgendwann so, dass alle Herrscher oder sehr viele Herrscher im europäischen Mittelalter bei diesen bei Bankiersfamilien zum Beispiel verschuldet waren, wie bei den Welsern und bei den Fuggern in Augsburg. Und diese Klasse, die sich da mit den Bürgern formierte, dann plötzlich eigene Interessen hatte, die anders waren als die von den alten Herrschern am Land. Sie hatten nicht das Interesse an der Erhaltung dieser statischen Ordnung, sondern an ihrer Veränderung für ihren eigenen Vorteil. Und ab dem Zeitpunkt, wo das wirksam wird, kann man sagen, ist in Europa der Teufel los. Es beginnen das Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen, also in Holland 1609, England 1649, Amerika 1775 und die bekannteste und wichtigste, die Französische Revolution 1789. Und da ging es eigentlich um nichts anderes als den Kapitalismus, den Aufkommenden, zu befreien von allen Schranken, die die traditionelle Gesellschaft ihm auferlegt hatte. Dafür war es notwendig, einen einheitlichen Nationalstaat zu schaffen, ein Gesetz, vor dem alle gleich sind, wo nicht irgendwelche Herrscher willkürlich für ihren Vorteil Gesetze erlassen können, dass Zollschranken abgebaut werden, die Zünfte aufgebrochen werden, das Leibeigentum aufgehoben wird, auch die Menschenrechte dann. Und das sind im Prinzip die Errungenschaften, die wir dann heute als bürgerliche Demokratie irgendwie kennen und auch noch haben. Und man sieht da eben, dass die irgendwie nicht einfach nur aufgrund von irgendwelchen schlauen Ideen ins Leben gekommen sind, wo dann jemand die Menschenrechte proklamiert hat, sondern dass sie wirklich aufgrund von den Interessen von einem ganz neuen Stand ins Leben gerufen wurden. Und was eben auch noch wichtig ist bei dieser bürgerlichen Revolution und beim Kapitalismus, dass es ein gesellschaftliches System war, in dem plötzlich nicht mehr dieses statische
Leben gefordert war und irgendwie die Dogmen, die es so lange Zeit gegeben hat, sondern dass das ein dynamisches System war, wo Innovation gefragt war. Wenn man effizienter arbeitet und eine effizientere Arbeitsform hat, kann man seine Konkurrenten ausstechen. Und eben dieses Prinzip war dann auch der Grund dafür, warum eben dann auch diese alten Dogmen auch im Denken dann begannen aufgebrochen zu werden und die Ideen sich dann auch veränderten. Und das Resultat davon war eben die industrielle Revolution. So im Zeitraum 1760 bis 1840, wo eben dann wirklich auch man begann, die Produktion zu revolutionieren. Einfach weil das sehr von sehr großem Vorteil war für dieses neue Bürgertum. Da war es dann zum Beispiel so, dass die Dampfmaschine eingeführt wurde, der Webstuhl, wo man im alten Rom zum Beispiel noch in einem Jahr 85.000 Tonnen Eisen produziert hat, in der Zeit der industriellen Revolution, dass diese Menge an einem einzigen Tag produziert wurde. Also ein riesiger Veränderungsprozess eigentlich und einer, der auch in Wirklichkeit sehr brutal war. Also wo der Kapitalismus die alte Dorfordnung zerstörte, wo diese neuen Technologien Leute wie Weber zum Beispiel scharenweise arbeitslos und in Ruin getrieben haben, was ja damals auch eigentlich sehr recht war, weil man die auch als Arbeitskräfte brauchte. Also die landlos gewordenen und die ruinierten kleinen Handwerker, die dann in die Städte zogen, die hatten ab dem Punkt nichts mehr zu verkaufen als ihre Arbeitskraft, was die Voraussetzung für ihre Ausbeutung war. Und also letztendlich war es dann so, dass diese ganze Technologie, die da ins Leben gerufen hatte, dass eben so viel mehr produziert wurde, das war irgendwie ja, sagenhaft, das hatte man irgendwie bis dahin noch nicht erlebt. Brachte viele Veränderungen, auch Verbesserungen mit sich. Aber gleichzeitig war es auch so, dass es für die Menschen, die in diesem System die ganze Arbeit verrichteten, die Arbeiterklasse, das Leben eigentlich viel schlimmer wurde. Also man kam in Armenviertel, in dreckige, in Manchester zum Beispiel, wo der Arbeitstag 14 bis 16 Stunden Betrag, wo Kinderarbeit an der Tagesordnung stand. Und man kann eigentlich sehen, dass in dieser Zeit, sobald diese gesellschaftliche Umwälzung passiert ist, sobald sich das Bürgertum und die Arbeiterklasse so formiert hatten, dass es eigentlich auch sofort Aufstände gegen diese Ordnung gegeben hat. Und dass da eben auch Kommunisten wie Karl Marx auftreten und erkennen, dass eigentlich jetzt in dieser gesellschaftlichen Situation es erstmals die Chance gibt, im Gegensatz zu den ganzen anderen Gesellschaftsformen vorher, wirklich eine bessere Welt zu schaffen. Weil was es nämlich heißt, dass da die Arbeiter in diese Fabriken gesteckt wurden, ist, dass die Produktion, die Fabrikproduktion, im Gegensatz zu den Produktionsformen vorher, eine wirklich gesellschaftliche Produktion war. Das heißt, dass sie die ganze Gesellschaft mit einbezog, dass auch die Arbeiter in dieser Gesellschaftsform konzentriert am selben Ort waren, dass sie dann auch dieselben Interessen hatten und das auch erkennen konnten. Und was auch ganz wichtig ist, dass hier ab diesem Zeitpunkt, sobald diese Ordnung gestürzt werden würde, es auch nicht mehr möglich ist, das wieder aufzuteilen, wie es vorher der Fall war. Also was ich damit meine ist, wenn man zum Beispiel in der bürgerlichen Revolution, wenn da die Bauern am Land einen Aufstand gemacht haben oder eben quasi die
der Landadel in einer Revolution gestürzt wurde, dann konnte man einfach das Land aufteilen und die Produktionsweise der Menschen, die blieb davon eigentlich unverändert. Die bestellten dann weiter ihr eigenes Land, sie hatten halt jetzt ein eigenes Land. Und das geht halt mit einer Fabrik, geht das nicht mehr. Das ist wirklich eben eine gesellschaftliche Produktion, die einfach genau deswegen existiert, weil alle zusammenarbeiten. Und es da sich eben auch die Perspektive auftut, dass es dann auch möglich ist oder möglich wäre, sage ich mal, die Gesellschaft, diese Produktion auch gemeinsam zu organisieren und zu gestalten. Das ist dann eben auch das, um das sich die revolutionären Bewegungen, die ab dem Zeitpunkt eigentlich wirklich oft auftreten, was sich diese Bewegungen auch als Ziel setzen. Einen vorläufigen Höhepunkt erreicht das dann im Laufe des Ersten Weltkriegs, wo einfach auch die Dynamik dieses Kapitalismus auch in einem riesigen Krieg endet, in dessen Umfang man das eigentlich vorher nicht gekannt hat und wo es dann auch in ganz Europa gegen Ende dieses Krieges zu Revolutionen kommt. Also in Österreich, in Deutschland, in Ungarn, in Italien, also revolutionäre Bewegungen zumindest. Und letztendlich übrig aber von diesen Bewegungen erfolgreich eigentlich nur bleibt die Sowjetunion. Und wo man auch da sagen muss, dass letztendlich der Versuch, dort den Sozialismus aufzubauen, scheitert. Und genauer werden wir das eben auch dann das nächste und das übernächste Mal besprechen. Aber was für heute für uns eben auch wichtig ist, ist, dass es diese Auseinandersetzung, diesen Klassenkampf auch heute noch gibt. Es gibt genauso heute auch noch die Arbeiterklasse, in Wirklichkeit sogar noch viel größer als zu jeder anderen Zeit der Geschichte, wo eben die Zahl derer, die vom Verkauf ihrer eigenen Arbeitskraft leben und nicht in irgendeiner kleinen Produktion eigene Waren produzieren, also diese Zahl von Arbeitern im ökonomischen Sinn ist so groß wie nie zuvor. Es ist halt einfach nur global, also diese Arbeiterklasse. Und deswegen führt sie auch einen globalen Kampf. Der Kapitalismus hat die Klassengegensätze letztendlich einfach vereinfacht und bringt auch, wie Marx gesagt hat, seine eigenen Totengräber hervor. Der Klassenkampf ist nicht vorbei, sondern wir beobachten heute eigentlich, dass er wieder stärker wird, dass man überall auf der Welt revolutionäre Bewegungen betrachten kann und dass auch die Probleme, aus denen er entsteht, immer größer werden. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass heute also die 26 reichsten Personen der Welt so viel besitzen wie 50% der Ärmsten der Weltbevölkerung, dann sieht man das und die Ungleichheit eigentlich so hoch ist wie bei den Pharaonen, kann man sagen. Und letztendlich ist es so, dass jetzt es Zeit wird, das in der Entwicklung der Menschheit den nächsten Schritt zu tun. Weil genau darum geht es letztendlich beim Sozialismus. Eben diesen nächsten Schritt zu tun. Und das war auch noch nie so notwendig wie heute. Unser Klima ist kurz davor, zerstört zu werden, obwohl nachhaltige Technologie längst existiert, weil in einer Klassengesellschaft immer die profitablen Entscheidungen getroffen werden und nicht die nachhaltigen. In der Corona-Krise erleben wir, wie der Kapitalismus unser Gesundheitssystem kaputtgespart hat und die Arbeiterklasse weiter in die Fabriken schickt, während die Bosse von ihren Yachten aus die Selbstisolation anpreisen. Gleichzeitig machen Konzerne wie Amazon, die in Wirklichkeit schon lange einen großen Teil der Warenversorgung von uns allen organisieren, astronomische Gewinne, haben wir am Anfang vom Flo gehört. Aber alle diese Probleme sind lösbar. Und zwar so, wie sie in der Geschichte immer gelöst wurden, durch Klassenkampf und Revolutionen.
Warum gehört Amazon Jeff Bezos, der damit Milliarden verdient und diesen Konzern so einrichtet, wie es für ihn passt und nicht für die gesamte Gesellschaft? Der nächste Schritt in der Geschichte der Menschheit ist es einfach, dass die Arbeiter die Kontrolle übernehmen müssen. Die Produktionsmittel, die es bereits gibt, müssen einfach genommen werden und unter die Kontrolle von uns allen, von der Arbeiterklasse gestellt werden. Es wäre dann ein leichtes, sie demokratisch zu verwalten, sodass wir alle mitreden können, was produziert wird, zu welchen Bedingungen und wer das bekommt. Dass wir eine Gesellschaft haben ohne Armut und Ausbeutung, ohne Kriege und Umweltzerstörung. Das ist alles möglich, es ist in greifbarer Nähe. Und das ist die Bedeutung von Sozialismus. Es ist die Verantwortung, eine bessere Welt zu schaffen, endlich eine Welt, die für uns alle, also die für alle da ist und nicht nur für ein paar wenige. Danke.